Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, der wieder ganz traditionell hier aus meinem Zimmer startet. Ich nehme euch heute mal mit durch einen Tag, einen typischen Montag sozusagen hier in meinem Leben. Wie gesagt, immer noch in Vero Beach, Florida. Und ja, es ist tatsächlich mein letzter Vlog von hier. Die letzten 10 Tage sind angebrochen. Wir haben jetzt noch 3 Tage Schule, heute, morgen, übermorgen. Dann ist Weihnachten. Und am 28. Dezember fliege ich auch nach Hause wieder. Da freue ich mich schon drauf. Also, ich freue mich jetzt noch auf die letzten Tage hier, aber dann kann es halt auch wieder nach Hause gehen. Dann hat es auch gereicht mit der Zeit. Ich nehme euch mal mit, was wir heute so machen. Als erstes geht es gleich in die Schule. Heute Nachmittag vielleicht noch shoppen gehen am Strand oder so. Mal schauen, sind wir ein bisschen spontan. Vielleicht mit Freunden noch was machen. Werden wir ja sehen. Ja, wir sind jetzt bei der Schule angekommen. Das ist der Parkplatz hier von den Lehrern. Die Schüler parken da hinten hinter dem Basketballfeld. Und ganz kurz zum Wetter. Es ist eisig kalt. Gestern hatten wir irgendwie 25 Grad oder sowas. Heute Morgen sind es 10 Grad. Ich friere mir den Arsch ab. Ganz traditionell in Schlappen. So muss das. Man muss ja ein bisschen hier die amerikanische Kultur unterstützen. Die juckt nämlich aussehen so gar nicht hier. Von dem her dachte ich mir, mache ich da auch mal mit. Auch Jogginghose an, auf entspannt. Aber trotzdem, die Palme steht. Das ist das Wichtigste. Ich melde mich nachher, wenn es was Neues gibt. Als erstes habe ich US History. Und nein, man darf in der Schule nicht filmen. Also hier schon, aber nicht im Unterricht. Deswegen kann ich da leider nicht so viele berichten. Ich esse gerade was. Wir haben eigentlich Englisch, aber egal. So. Ja. Das ist nur ein bisschen unauffällig filmen, weil eigentlich darf man nämlich hier gar kein Handy benutzen. Ja. Die schauen doch gerade irgendwie Basketball. Also, die letzte Woche, da juckt echt gar nichts mehr eigentlich. So, die Schule hier ist im Übrigen auch anders aufgebaut als andere Schulen. Also man sieht es hier so ein bisschen, dass die Klassenräume sind hier alle draußen auf dem Flur. Also, da sind die Gebäude und da geht es zu den Klassenräumen rein. Das heißt, man hat nicht so eine typische Highschool, sondern mehr so eine offene Schule, wo man so reingehen kann überall. Was eigentlich ganz cool gemacht ist. So, Schule ist aus. Es war der letzte richtige Schultag, die nächsten zwei sind nur noch kurze Tage. Und ja, es geht jetzt gleich für mich nach Hause. Ich warte jetzt noch auf einen Kollegen, der mich mitnimmt, sonst komme ich hier nämlich nicht weg. Ja, der ganze Tag war einfach nur Filme schauen, es ist nichts Spannendes passiert eigentlich. Und ich melde mich wieder, sobald ich zu Hause bin. Okay, ich bin zu Hause angekommen. Ich mache mir jetzt erstmal ein Müsli. Hab gerade gesehen, dass die Schüssel mies dreckig ist, hier am Rand. Deswegen hole ich mir eine neue. Mom, take two. Okay, jetzt aber wirklich. Wir haben hier diese ultra geilen Cornflakes. Die heißen Frosted Flakes? Was auch immer. Keine Ahnung. Schmecken jedenfalls sehr geil. Und ganz wichtig, erst die Cornflakes, dann die Milch. Wer andersrum macht, kritisch. Sehr kritisch. Passt. Mittagessen passt soweit. Mehr gibt's nicht. So, ich habe fertig gegessen. Ich gönne mir jetzt mal auf entspannt ein bisschen kurzes Schläfchen. Nachmittagsschläfchen, so muss das. Und danach gehen wir noch shoppen. Und ich chill hier mit der Katze. Sag hi. Jo. Wir haben zwei Katzen. Die andere ist aber deutlich, deutlich breiter als der Kollege hier. Gell, Leo? Hm? Aber der fällt da was zusammen, das gibt's gar nicht. Naja, bis später, gutes Nächte. Wir sind gerade hier in der Nähe vom Strand, es ist so schön. I need Google Translate. Und hier sieht man schön die amerikanische Flagge. Wir gehen gleich noch zum Strand, dann zeige ich euch auch noch den Strand ein bisschen. Hier schön mit der Weihnachtsbeleuchtung, dem Tannenbaum da drüben, da gehen wir jetzt hin. Ja, den Geruch vom Meer und die ganze Beleuchtung, das werde ich schon sehr vermissen, muss ich sagen. Ich bin hier mit Michael. Say hi. That's my version of hi. Nice. Kann nichts dafür. Da vorne ist der Strand. Yeah, bro, it's memories. Man, I swear, Germany. Willkommen am Strand. Schon schön. True, I guess. Yo, what's up? Wir sind wieder zurück vom Strand und vom
sag ich mal, wir wollten eigentlich mehr shoppen, aber es hatten schon die meisten Läden zu. Wir waren einfach wieder mal zu spät dran. Aber ich zeige euch mal, was ich trotzdem noch geholt habe. Ich habe mir einmal diese Cap hier geholt. Ich trage an sich keine Caps, aber als Weihnachtsgeschenk für meine Mom wahrscheinlich. Und diese Nagelfeile als Weihnachtsgeschenk für meine Oma oder meine Mutter, keine Ahnung. Mal schauen. Finde ich an sich beides relativ nice vom Design her und war auch nicht zu teuer. Ich esse gerade noch ein paar Kekse nebenbei und schaue Netflix. Joa. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Damit verabschiede ich mich auch das letzte Mal dann hier aus Florida. Denke ich Vlog, wenn ich zurückfliege. Einfach und dann einmal noch aus Deutschland oder so. Von dem her, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Macht's gut. Ciao.